Hallo, schönen guten Tag an euch alle. Heute vorerst letzter Teil über Spitznamen von Autos. Fangen wir mal ganz einfach an. Eben gerade haben wir den VW Käfer gesehen. Mit einer der erfolgreichsten, meistverkauften Autos. Über 1 Million Mal verkauft. Überholt wurde er nachher nur von seinem Konzernbruder VW Golf. Aber jetzt kommen wir zu einem Kandidaten, den die ganze Familie gerne gehabt hat. Besonders unser Bruder Günther, der Mercedes W114 und W115. Gebaut von 68, manche sagen ab 67 bis 76. Er wurde in zwei Auflagen gebaut. Einmal der nicht aufgefrischte mit glatten Rückleuchten, die Spiegel auf dem Blech und auch unten drunter war keine Lüftung. Und 1900, zur Auffrischung, glaube so 72 oder so, kam die Auffrischung, das Moff-Modell. Da hat er die Spiegel oben, die Chromspiegel bekommen, direkt in der Scheibenhöhe. Die Dreieckscheibe in der Tür vorne ist verschwunden, geriffelte Rückleuchten und eben die unter der Stoßstange die Lüftung. Ein bisschen breiter gehalten und komplett natürlich ein anderes Kühlergrill. Warum hat er den Spitznamen Schräg-Achter bekommen? Ganz einfach, werksintern hieß der Wagen Schräg-8. Schräg-Achter haben dann alle übernommen. Wir haben viel mit dem Wagen erlebt. Günther hat mehrere Schräg-Achter gefahren. Uwe hat auch schöne Schräg-Achter gefahren. Oh, jetzt komme ich auf gerade eine ganz schöne Sache. Ich glaube, das war 1979 oder 80 hat Uwe in einem Mercedes-8er der ersten Serie in einem 220er Diesel knallrot geheiratet mit seiner geliebten Karin. Bis heute glücklich verheiratet. Okay, dann kommen wir zu den nächsten Kandidaten. Schwarzer Sack. Opel Kadett B Rally. Gebaut von 67 bis 73. Aber da können wir genauso in gleichen Boot setzen. Manta A, Manta B, Ascona A oder eben A und B Ascona. Warum schwarzer Sack? In den Rallye-Sport haben die zu dieser Zeit gemacht, aber nicht nur Opel, aber der hat einen Spitznamen bekommen. Auch bei Ford gab es die schwarz matt lackierte Motorhaube. Warum schwarz matt? Da gab es keine Spiegelung auf den Motorhaube in Rallye-Sport. Da war schön matt, die Sonne hat sich nicht spiegeln können. Und deswegen hat er einen Spitznamen in Rallye-Sport bekommen, Schwarzer Sack. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten, Nasenbär. Nasenbär war der 411 VW, gebaut von 1968 bis 1974. Warum? Vorne hat er keinen Kühlergrill gehabt, sondern nur eben das VW-Zeichen. Und deswegen nennt man ihn im Volksmund Nasenbär. Hätte man ebenso auch den Passat Typ 35, den ersten, nennen können, weil er auch keinen Kühlergrill hatte, hätten sie ihn auch Nasenbär nennen können. Ich fand ihn aber wunderschön. Jetzt kommen wir zu einem Kandidaten, den jeder kennt. Hundeknochen. Ich nannte ein Knochengesicht einfach, da war mein Spitzname extra. Für eine Ford Escort 1. MK1. Gebaut von 1968 bis 1974. Warum? Weil der Kühlergrill vorne aussah wie ein Knochen. Ob er das die viereckige Lampe hatte oder die runde Lampe. Sah echt aus wie ein Knochen. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Kandidaten. Ein Traumauto. Baby Corvette. Da war der Opel GT, gebaut von 1968 bis 1973. Warum Baby Corvette? Man wollte für Europa, also der wurde in Deutschland gebaut, als Opel, ein Gegenstück für die Corvette haben. Okay, er wurde gebaut mit dem 1,2 Liter Kadettmotor und der 1,9 Liter Motor von den Opel Rekord, Manta und so weiter. Aber was man nie gerechnet hat, gerade in Kalifornien, Florida und so, wurde zum großen Hit. Dieser kleine Mini-Corvette, wie man ihn nannte, der Opel GT, wurde verkauft wie warme Semmel auch in den USA. Jetzt kommen wir zu den nächsten Kandidaten. Ja, man hat ihn lästerlich genannt Volksporsche oder Fopo. Porsche 914. VW Porsche, gebaut von 1969 bis 1976. Aber gehe ich jetzt ein bisschen mehr ein. Mein Onkel hat selber einen Volks-Porsche gefahren. Drinnen war ein Boxermotor, ein Vierzylinder. Der wurde von VW gebaut. Dann gab es, der hieß 914-4. Es gab aber auch den 914-6. Da
Da war ein originaler Boxer, Sechszylindermotor, der wurde nicht verspottet. Da war dann wieder ein Sechszylinder Porsche-Motor. Beide sahen optisch gleich aus. Es war nur der Unterschied eben der Motor und eben die Zeichen auf dem Auto. Volks-Porsche oder Porsche. Ein Traumauto. Heute Klassiker. Jetzt kommen wir zu den nächsten. Kübel. VW Typ 181, gebaut von 1969 bis 1980. Kübelwagen beim Militär verwendet. Und sah aus wie ein Kübel, deswegen hieß er dann auch Kübel oder Kübelwagen. Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten. Nee, wir wollen noch einmal an, zum Kübelwagen. Er hatte zwar nur eine VW Vierzylindermaschine drinne, wie der VW Käfer, Heckantrieb, aber er ging durch den Gelände wie ein Panzer. Habe ich nicht gerechnet, wir haben es selber ausprobiert. Super geländegängig. Ohne Allrad ging der super durch. Empfehlenswert, Kübelwagen 181. Jetzt kommen wir zu den Knutschen Taunus, also Knutzengesicht, also durch die gebaut von 1970 bis 1976, der Ford Taunus. Ja, wegen die Front, wegen die Haube, wegen diese Grill-Knutzengesicht, also Knutzen-Taunus. Gebaut wurde der in verschiedenen Motoren. Es gab die Reihenmaschine, die Vierzylinder, die 1600er und verschiedene andere. Es gab natürlich die, ich bevorzugt hatte, den 2-Liter Maschine mit 90 PS und natürlich die Kronjuwele, auch der 2,3 Liter Sechszylinder. Motorklang fantastisch. Gebaut wurde er als Limousine, 2- und 4-türig, als Kombi-Turnier und natürlich ein Traum. Ach, wenn man das überlegt, ich komme in den Schwärmen, als Coupé. Ein Traum von Coupé. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Schneewittchensack. Volvo P 1800, gebaut von 71 bis 73. Es gab zwei Varianten. Jeder hatte mehr, einer sagte, es hat ihm mehr der Schneewittchensack gefallen, die anderen mehr der Coupé. Ich persönlich fand der Coupé etwas sportlicher. Aber Schneewittchensack, warum haben sie einen Schneewittchensack gehabt? Weil hinten war es wie ein kleiner Kombi gebaut und ringsrum Glasflächen. Und deswegen sah es aus wie ein Schneewittchensack. Es gab auch dann wieder eine Neuauflage vom Volvo, den C30. Auch die großen Flächen, auch wieder ein, wie eben der Käfer oder der Beetle Nachbau, Schneewittchensack. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Kandidaten. Den Fiat 126, gebaut von 72 bis im Jahr 2000. Bambino, ein kleines Kind. Hört sich schön an, Bambino. Ja. Zum nächsten Kandidaten. Viele kennen ihn, manche kennen ihn auch nicht. Rollendes Aquarium, AMC Pisa, gebaut von 75 bis 1980. War ein amerikanisches Auto, später wurde es mehr in Frankreich übernommen, die Firma. Sah aus irgendwie wie eine Knutschkugel, wie ein großes Aquarium, ziemlich kurz gehalten. Und dachten sie, ach, die Amis, viel von den großen Straßenkreuzer weg, mal versuchen, ein kleines, kompaktes Auto mit viel Innenraum. Leider hat es nicht so funktioniert, wie sie geglaubt haben. Aber er sieht sehr schön aus. Unsere Knutschkugel, das Aquarium. Zum nächsten. Jeder, wenn ich es einfach so sagen würde, Ferrari 308 GTS, gebaut von 77 bis 86, also 1986. Würde jeder erstmal überlegen, was? Aber wenn man ganz einfach legt, der Magnum Ferrari, die Serie Magnum, rot, da weiß jeder Bescheid. Für mich immer, wenn ich den sehe, ah, ich sag nicht dann den 308er, ich sag Magnum Ferrari. Jeder weiß es, die Serie ist Kult, richtig, wie Thomas Selleck, auch Kult. Ich kann mir die Serie immer wieder rauf und runter angucken, macht Spaß. Ja, und die zwei Jungs, das sind die zwei großen Hunde, wunderbar. Aber wir gehen mal weiter, schwärmen soll ich nicht zu viel. Blechnase, BMW E23. Der erste vor dem Flessing, 7er BMW, gebaut von 1977 bis 1986. Aber das Reflessing-Modell war nur so bis 83. Dieses Auto fährt auch meine Schwägerin, fährt nicht, hat ihn zurzeit untergestellt, der als 728er, ich glaube Einspritzer, in grün, so ein wunderschönes Auto. Blechnase, bei der erste waren die zwei Nieren in Blech eingelassen, beim nächsten kam eine Plastikniere komplett rein.
Also da wegen heißer Blechnase. Wunderbares Auto. Meine Schwägerin Karin besitzt eine Blechnase. Ein 7er BMW. Okay, jetzt kommen wir zu einem Fahrzeug, das viele kennen, das Erdbeerkörbchen. Der VW Golf 1 Cabrio, gebaut von 1976 bis 93, aber in anderen Ländern auch ein bisschen länger. Erdbeerkörbchen ganz einfach, wenn man das Dach aufgemacht hat, das Verdeck, in der Mitte war der Bügel, deswegen hat man scherzhaft Erdbeerkörbchen genannt. Richtig. Aber jetzt kommen wir zu den nächsten. Ich werde schnell ein paar folgen. Die tolle Kiste. Fiat Panda, gebaut von 1980 bis 2003, sehr lange. Ja, tolle Kiste, weil er wie ein Kasten oder eine Kiste aussah. Ja, war ja auch immer die Werbung. Jetzt kommen wir zu den nächsten Kandidaten. Kein schlechtes Auto, empfehlenswerter Oldtimer. Baby Benz, Mercedes-Benz. Der 190er Mercedes W201. Einfach empfehlenswert. Die meisten Modelle haben sehr wenig Rost gehabt. Wie auch der große Bruder, der W124. Wer den noch aus Oldtimer fertig machen will, alles Daumen nach oben, Empfehlung. Im Gegensatz zu die Nachfolger der Mercedes 202 C-Klasse oder eben der Mercedes W210. Die hatten sehr große Rostprobleme. Also sehr guter Oldtimer. Baby Benz, ganz einfach, da war der Einstiegs-Mercedes unterhalb der E-Klasse. Also E-Klasse hieß er noch nicht E-Mercedes. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten. Also Tornschuh. BMW Z3 Coupé. Gebaut von 1998 bis 2002. Warum Tornschuh? Wir gucken euch mal an, vorher diesen Spitznamen habt, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Da sagte ich, wenn ich gucke, da sieht er ja aus wie ein Tornschuh. Und deswegen hat er auch den Namen von allen Leuten bekommen, Tornschuh. Jetzt kommen wir zum nächsten. Diesen Spitznamen wusste ich auch nicht. Hängebauchschwein. BMW 1er, gebaut von 2004 bis 2011. Erst dachte ich mir, hey, ein schönes Auto. Einer von den wenigen in der Klasse als Heckantrieb. Da kann man super mit driften. Muss nur das ESP abgemacht. Ein super Driftauto. Hängebauchschwein, warum? Ganz einfach, wenn man guckt, seitlich. Unterhalb der Tür, die Schwelle, sieht aus wie ein runtergehendes Dings. Wie so ein Bauch von einem Hängebauchschwein. Und deswegen hat er einen Spitznamen im Volksmund bekommen, Hängebauchschwein. Ich wusste, den Ausdruck habe ich selber nicht gekannt. Okay, zum nächsten. Oh, ein Traum aus. Das Dickschiff, ich nannte ihn auch Dinosaurier, Mercedes-Benz W140. Weil das einer der gewaltigsten S-Klassen von Mercedes war. Und deswegen war ein Dickschiff genannt. Ich nannte ihn gerne Dinosaurier oder Luxusliner. Richtig. Jetzt kommen wir zu einem irgendwie komischen Spitznamen. Den habe ich damals in Bayern kennengelernt. Kreuzesammler. Da war der BMW 2002 Turbo. Da war einfach ein Traum aus, so der BMW 2002. Optisch, Klassiker und Turbo. Warum das Kreuzesammler? Weil viele Anfänger haben den Wagen gefahren und dann plötzlich, der war normalerweise zwischen 1000 und ca. 4000 Umdrehungen noch nicht viel. Ab 4000 ist der Turbo gekommen, aber richtig. Und da gab es dann sehr viele Unfälle. Aber ich, wenn ich in dem Wagen sitze, ein Traumauto. Genau wie der Porsche, der erste Porsche 911. Der Turbo kommt plötzlich. Wenn man den fahren kann, dann weiß man, dass man was fahren kann. Also jeder sollte mal einen 2002 Turbo oder einen ersten 911 Turbo gefahren haben. Das macht Spaß. Aber bitte am besten auf Rennstrecke, da weiß man, wie das Spaß macht, das Auto. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu einer ganz schönen Sache. Zu unserer letzten heute. Mercedes A-Klasse, die erste. W168, gebaut von 1997 bis 2004. Spitzname, viele, ich gucke da erst einmal wieder, Elch-Mercedes. Durch den Elch-Test hat er seinen Spitzname bekommen. Ganz einfach, bei dem Test ist er auf die Seite gefahren, bei der Probe, weil er das Problem hatte, der Wagen war hochgebaut, der Schwerpunkt lag anders und dann hat er sich auf die Seite gelegt. Das Problem haben sie ruckzuck gelöst mit ESP. Der Fahrzeug lässt sich sehr gut fahren, er lässt sich auch für ältere Leute sehr gut einsteigen. Das war fantastisch. Aber wie gesagt, weil der Sperrsprung anders verlegt worden ist, der Wagen hat ja auch einen Sandwich-Boden, dann ist er leicht in Kippen gekommen. Problem gelöst, Problem erkannt,
Mercedes hat sofort reagiert, ESP. Fahrzeug lässt sich gut fahren. Okay, die Frage ist, gefällt er mir? Der aktuelle A-Klasse gefällt mir ein bisschen besser. Sportlich, dynamisch, klassisch. Ob der einen Spitznamen für mehr hat? Rasantes Auto. Okay, ciao, ciao, euer Manni. Tschüss.